los geht's. Wir befinden uns jetzt auf der Anfahrt des Jochpasses mit seinen 107 oder 106 Kehren. Von hier hat man wirklich wahnsinnig schöne Aussichten ins Tal, aber man stellt auch fest, dass nach unten hin es sehr, sehr steil an der Leitplanke runtergeht und teilweise sind die Straßen schmäler. Wenn dir ein LKW oder zweites Womo entgegenkommt, wird es schon eng, aber viele schneiden hier auch die Kurven und manchmal, wenn wir höher kommen, hast du auch Felsvorsprünge, wo du als Womo mit der Höhe ein bisschen ausweichen musst. Also nach wie vor für mich eine Herausforderung, weil ich bin so eine Schissbox. Hast du gut gemacht. Ja, ich weiß. Ist gar nicht schlecht geworden. So. Also, hast du überhaupt da Augen auf? Ja. Wir sind jetzt hier oben in Oberjoch und ich habe gedacht, wir stehen ja hier auf 1000 irgendwas Metern. Hier wäre es was kühler, aber hier ist es noch wärmer. Ist doch näher an der Sonne. Ja, aber hier sind es 24 Grad, war hinten die Anzeige an der Tankstelle. Aber es ist echt lecker warm. Hier habt ihr eine tolle Aussicht nach Hindelang runter und in den Allgäu. Wir wollen jetzt weiter, da bekanntlich uns heute Morgen gesagt wurde, wenn ihr bis 12 nicht in Füssen steht, habt ihr Pech gehabt, dann sind die Plätze gnadenlos belegt. Da wir jetzt aber schon 12 Uhr haben und wir noch eine gute Stunde fahren, gehen wir jetzt mal Gummi. Weiter geht's. Wir nähern uns Nesselwang, von wo aus man einen tollen Blick auf die Skilifte hat, wenn man hier unten auf dem Stellplatz steht. Wir werden Nesselwang heute nicht anfahren. Wir haben in Nesselwang im Dezember gestanden. War eine schöne Sicht auf die Skilifte, die da gerade in Betrieb genommen wurden. Aber ansonsten war Nesselwang schön urig, aber wir haben nicht so viel Zeit. Da solltest du reinfahren. Im Winter, als alles hier verschneit war, hatte es noch einen sehr urigen, ursprünglichen Charakter. Jetzt sagt uns der Ort nicht mehr so sehr zu. Mir ist das hier zu zugebaut. Und weiter geht es in Richtung Füssen. Der Weißen See. Das sieht schön aus. So, unser Etappenziel ist erreicht. Wir sind in Füssen und jetzt heißt es Daumen drücken. Links. Also nur links Daumen drücken. Nein. Dass es einen Stellplatz für uns hier gibt. Auf dem ersten Blick ist es relativ ruhig. Ich habe es mir viel voller vorgestellt. Es sind ja drei Stellplätze hier zur Verfügung, die direkt hintereinander liegen, hinten im kleinen Industriegebiet. Und alle Plätze sind roundabout 40, 45 Stellplätze. Links aus dem Kreis raus. Ich muss mal
daraus. Das ist rechts. Ja, du bist eben auch links eingeordnet, als ich gesagt habe, rechts ja. abbiegen. Was ist jetzt der Schwurz, das will er ja. mal. Ja. Special. Oder? Oder doch da raus? Was? Da? Nee. Da. An dem gelben Haus. An der Ampel links. Ja, die haben so viele gelbe Häuser hier. An der gelben Ampel links. Weil ich glaube, das schaffst du nicht, dich da einzuordnen. Na, ja, die fahren doch auch. Hoffentlich wollen sie Platz gemacht haben. Oder die fahren, weil sie keinen Platz gekriegt haben. Könnte ja natürlich auch. Ja, das kann auch sein. Ich habe gar kein Mikro an. Das ist an. Ich bin noch fertig. Ach, wovon denn? Irgendwie war die Fahrt nach hier nicht so, wie wir sie im Dezember empfunden haben. Kamikaze-Fahrer unterwegs waren und ganz schön die Kurven geschnitten hatten. Dann kamen wir hier an. Als erstes haben wir den Camperstopp hier angefahren. Hier sind ja 3 Stellplätze hintereinander in Füssen. Der war belegt, der andere war belegt, der dritte war auch belegt. Dann habe ich einen Campingplatz angerufen. Ich weiß gar nicht mehr welchen. Sie rufen außerhalb unserer Öffnungszeiten an. Ab 15 Uhr sind wir wieder für Sie da. Hm, toll, kurz vor 1. Den nächsten rufst du an, hier nehmen keine Reservierungen entgegen. Sind wir einen angefahren in Rieden. Camping Magdalena, ne? Klang irgendwie nach einer Heiligen. Irgendwie ja, so. Ich glaube, ja. Lag gut, sah echt nicht schlecht aus, hatte wohl auch einen eigenen Seezugang. Schöne Sicht hier in die Berge rein, den See entlang. Der war auch belegt, bis auf Zeltplätze. Ja, der war ja auch eigentlich außerhalb unserer Preisklasse, aber wenn du sonst nichts kriegst. Ja, da hätten wir bei der Nacht schon irgendwo um die 40, 50 Euro gelegen, wie bei allen anderen Campingplätzen auch. Es ist noch Hauptsaison. AskiCard ist dieses Jahr die Fehlinvestition überhaupt gewesen. In Dänemark wollte die keiner sehen. Wo waren wir danach? Irgendwo in Holland, ne? Da wollte sie auch keiner haben. Ja, und bis jetzt haben wir sie hier auch nicht anwenden können. Ja, vielleicht, wenn wir im Winter fahren. Die Hauptsaison endet wohl am Sonntag, weil hier die Ferien dann zu Ende sind. Vielleicht können wir sie noch nutzen, aber hier rund um Füssen, Falkensee, Weißensee, Lechsee, wie sie alle heißen, bist du, wenn du auf dem Campingplatz jetzt in den Ferien gehst, bei roundabout zwischen 40 und über 50 Euro. Der eine Platz wollte, wenn, nur Besetzung Wohnmobil mit mindestens 2 Personen. Der andere wollte nur ab 7 Nächte. Also ich war genervt. Ich habe euch jetzt bestimmt auch genervt. Ich habe viel zu viel erzählt. Dann habe ich gesagt, weißt du was, wir fahren jetzt zu dem Scheiß was drauf. 55 Euro plus Strom, plus Dusche, plus Kurtaxe, plus Müll und allem. Campingplatz. Das und mir dann egal. Kam meine Frau auf die glorreiche Idee, man könnte ja nochmal hier zu dem Platz fahren, wo vorher belegt war. Genau, und siehe da, es ist frei gewesen, sogar ein Platz in der Reihe, ansonsten vorne an der Anmeldung waren noch 4 relativ enge Plätze frei, da stehen jetzt, ich glaube, 2 Pepper sogar, also da hätten wir jetzt nicht so relaxed sitzen können. Also ich bin mega happy, wir haben wieder einen Baum neben uns, nette Nachbarn, alles super. Ich habe direkt für 3 Nächte gebucht. Und jetzt kommt der Clou. Als wir im Dezember hier standen, waren wir mit 3 Wohnmobile. 2 oder 3 Tage waren wir auch hier, ne? 3, glaube ich. 3, ne? 3 Wohnmobile. Es kam keins dazu. Es fuhr eins weg, es kam eins dazu. Aber es blieben immer konstant 3. Wir hatten aber auch in der Nacht bis zu 30 cm Neuschnee. Den Platzwart haben wir nur gesehen, indem er hier mit dem Schneeflug über den Platz fuhr. Und ansonsten, dass hier Nummern sind oder so, die haben wir gar nicht gesehen. Das war ja alles nur Schnee. Also von daher Glück gehabt. So, Fahrräder sind gepackt und jetzt wollen wir noch ein bisschen Radfahren. Ich denke mal nach Füssen rein, machen wir eher morgen, aber auch nicht am Wochenende. Einfach jetzt ein bisschen Wind um die Nase wehen und runterkommen. Bis gleich. Ciao, ciao. Huch, ist die Hose ja zu kurz, zu lang.
trinken, bevor wir weiterfahren. Da kommt ja hier oben auch raus. Nochmal? Da, Loch. Warum ist da ein Loch? Damit du die Leute nass werden. Ich habe mir das jetzt in die Schuhe gelegt. Wenn du jetzt dich da vorstellst und so. So geht's nicht, das war falsch. Nee, Obersee in Füssen. Was du alles weißt, woher weißt du das? Ich kann lesen. Du hast bestimmt gegoogelt eben, als ich da. Ja, das stand da hinten am Schild. Schön hier. Er hat nämlich noch einen kleinen Badesee. Ich sag, so kalt ist er nicht. Der hat bestimmt 5, 6, wenn nicht sogar 10 Grad mehr als der Christelsee. Nee, aber 6, 7 Grad mehr als der Christelsee. Das ist so. Wie bei Job. Die Temperatur wie bei Job. Kannst du mir mal verraten, wo du bist? Nach Weißen See. Oder an den Weißen See. Jedes Mal, wenn wir da runterkommen und sehen den, sagen wir, der ist aber schön. Jetzt fahren wir da hin mit dem Fahrrad. Eben konnte man da nicht anhalten, weil es so voll war. Beim letzten Mal war er zur Hälfte zugefroren. Jetzt fahren wir mit dem Fahrrad dahin. Wir können ja nachher hinten an der Bundesstraße zurückfahren. Du musst diesen wilden Berg nicht wieder hochfahren. Zumal das werde ich auch nicht. Ich will zerstochen bin. Oben kommt das Schloss raus. Oben ist Neuschwanstein. So hoch liegt das. Kann das sein? Wo sind wir denn hier? Im Weißen See. Im Weißen See, wo der Weißenkopfadler steht. Hier ist es schön. Wir stehen gerade in Hohenschwangau, sind mit dem Rad hier rüber gefahren und es ist bombastisch voll. Wir überlegen, ob wir da hinein sollen. Schloss Neuschwanstein ist halt da hoch, entweder ein schöner steiler Wanderweg. Du kannst aber auch mit dem Bus oder mit der Pferdekutsche hochfahren, was natürlich immer wieder hier kostet. Allein der Parkplatz kostet schon 10 Euro. Jetzt mit dem Fahrrad egal. Wir gucken mal, was das Ticketcenter da hinten erzählt, aber hier sind echt Massen, die da hochgehen und wir haben erst Freitagmittag. Morgen, am Wochenende, machen wir das auf keinen Fall. Schauen wir mal, da oben darf man nicht filmen oder fotografieren, ob wir euch berichten können, ob wir da waren. Gehen wir mal weiter. Hey, ich bin kein Zwerg. Oh.
Happy Wife, Happy du Life. Du hast Lift. Was? Ich habe für dich den Behindertenlift gebucht. Aber dafür ist es jetzt ein bisschen später, müssen wir noch länger warten. Aber du kannst mit dem Lift hochfahren und von oben die Führung dann zusammen machen. Es ist aber jetzt nur eine Audioführung. Dann würde ich ja sagen, fahren wir jetzt weiter noch bis zum See. Kleiner Blick auf den Alpsee. Und wir verkürzen uns jetzt die Wartezeit, bis wir ins Schloss kommen. So. Es ist also hier echt schön. Vorne ist es zwar sehr voll, wo noch die Lokale sind, aber hier am See entschleunigt sich gerade alles. Man kann Bötchen mieten, Tretboot fahren. Gut, und schlafen. Aber man kann da drin auch schwimmen. So kalt ist der gar nicht. Ich war wieder bis zu den Oberschenkeln drin. Leider nicht die passende Wäsche mit, dass ich reingehen könnte. Ansonsten ist es glatt getan. Und idyllisch natürlich auch mit dem obligatorischen Schwanenpaar, was hier drüber schwimmt. Ja, ein bisschen Mittagsschlaf wäre jetzt nicht schlecht. Gönnen wir Alfred seinen Schönheitsschlaf. Ich gehe mit euch mal eine kurze Runde und zeige euch, was da vorne noch für schöne alte bayerische, nennt man das so, ja, Bauten stehen. Würde ich mal sagen, ja, wir sind ja in Bayern. Das Jägerhaus, die Burg oben, Hohenschwangau. Da kann man, glaube ich, bis vorne an vorgehen. Ich guck mal, wie weit ich komme. Ich nehme euch einfach mal mit, weil ich denke mal, meine Uhr ist jetzt gar, tut sie nicht mehr. Um 2 sollten wir gucken, dass wir da hochkommen, weil du ja früher da sein musst. Ja. Okay. Ich ziehe mir mal Schuhe an und dann gehen wir weiter. So, hier geht es schon ganz schön hoch. Und da das Schloss nicht so hoch liegt wie das andere, werde ich mich gleich gemütlich zu Alfred in die Kutsche setzen oder in den Bus. Mal gucken, was wir nehmen. Aber wenn ich mir vorstelle, hier fährt ja auch die Pferdekutsche, die hier früher mit Pferd und Wagen her sind. Das schallt ja ganz schön hier zwischen den Felsen. Geschafft. Da bin ich an Hohenschwangau. Mal gucken, wie weit wir ohne Tickets kommen. Ich wollte ja unbedingt in das eine Schloss in Neuschwanstein, aber so wie ich die Anlage hier sehe, bereue ich das gerade, dass ich mich anders entschieden habe. Ein total mediterranes Kleinod. Also die Gartenanlage oder wie auch immer man das nennt, Orangerie, ist echt schön. Wenn ich bedenke,
dass man abends sich hier zurückziehen kann mit, raus wieder zu klein, Blick auf den See, den ich aber oben von meinem Schlafzimmer aus hätte. Ja, also hier wäre ein schöner Ort für Homeoffice. So, wieder zurück im Regen treiben. Was aber auch ein sehr schönes Gebäude ist, meiner Meinung nach, ist noch hier das Jägerhaus. Historische Erklärungen zu den Gebäuden kann ich euch leider nicht geben. Da hätte ich mich vorher einlesen müssen. So, das Ganze nochmal von unten. Trappelt aber genauso wie in der Munitionsbahn. Ja, ist aber offen. Ja. Das ist ein Elefant in der Decke. Ach ja, jetzt, wo du sagst. Ich dachte, Siegfried hätte einen Drachen erledigt und nicht einen Elefanten. Ja, guckst du mal. Ja. Aber hier sind aber viele drauf. 9 Drachenflieger. Für die 30 Minuten in der Burg gewesen. Ja. Wir haben 50 Minuten warten müssen. Ja, war ja nur 30 Minuten Führung. Danach kannst du dich ja relativ frei bewegen. In den hinteren Räumen. Und von daher, ich war die Zeit überbrückend im Innenhof. Da habe ich euch ein paar Handyaufnahmen gemacht, die ihr ja schon gesehen habt. Und die Führung an sich ist echt lohnenswert. Es können ja nicht alle Räume im Moment besichtigt werden. Gut, ein Drittel wird restauriert. Aber ist schon echt, ja, ein Erlebnis, ne? Allerdings. Vor allem gibt es zum Ende noch eine Dia-Show, unter welchen Bedingungen 1800, schieß mich irgendwo, 1850, 60 rum, glaube ich, war es, diese Burg entstanden ist, die eigentlich nur aus Stahlkonstruktion und, Ziegelsteinen entstanden ist. Und dann verkleidet wurde als Burg. Und dann verkleidet wurde. Ähnlich, wie wir zu Hause unsere Terrassensäulen gemacht haben. Ja. Ähnlich. Also ein bisschen stabiler hier. Ja, da bröckelt der Putz nicht so wie bei uns. Aber es hat sich echt gelohnt, auch mit der Kutsche hier hochzufahren. Du kannst von hier aus noch zu dem, Mariensteg heißt die Brücke, gehen, aber da geht es steil rauf, runter. Für Alfred ein No-Go. Und wir sind schon froh, dass er die Treppen runtergeschafft hat. Das ganz, 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 ganz lieben großen Dank an das Servicepersonal, die meinen Mann inklusive einer Begleitperson an die Hand genommen hat und mit dem Lift hat hochfahren lassen und in der Zeit, bis ich dann kam, die 50 Minuten Wartezeit, ihm alles mögliche Interessante zur Burg und ihrem Erhalt erzählt hat. Nochmal vielen, vielen Dank an lieben unbekannten Begleiter für diese Individualführung und auch an die Dame, die uns die Führung geführt hat. Ja. Und an dem netten Mädel im Ticketcenter, die das alles ermöglicht hat. Also nochmal einen ganz, ganz, ganz dicken Dank von uns. Super. Macht's gut. Bis Ciao. Später.
während Alfred auf die Pferdekutsche wartet, bin ich zu Fuß gegangen. Ich habe festgestellt, ich glaube, die Kutsche ist langsamer als ich. Und bin hier an diesem schönen Ausblick noch entlang gegangen. Im Vergleich zu eben ist es jetzt etwas leerer.